Ja, liebe Frau Schuster, liebe Zuhörende, Mitschauende, Desmoid-Interessierte oder Betroffene, wir wollen ein bisschen was versuchen über das Thema klinische Problematik und Therapieentscheidungen bei Desmoiden zu sagen. Es ist so, dass ganz einfach drei was vorneweg. Erstens, Desmoide sind keine Sarkome. Desmoide metastasieren nicht, aber Desmoide brauchen ähnliche Behandlungskonzepte wie Sarkome. Deswegen sind diese Tumoren im Bereich der Sarkome gut aufgehoben. Sie sind zum Beispiel in der Klassifikation von Erkrankungen, gibt es für alle möglichen Erkrankungen, für Lungenfibrose, das geht, glaube ich, in dem Bereich, wird mit F klassifiziert. C, alles was mit Krebs ist, Englisch Cancer. Aber D, Desmoide, haben keine C-Klassifikation, sondern eine D-Klassifikation. D481, Neubildung unsicheren Verhaltens. Und damit sind wir schon bei einem der Kernprobleme der Desmoide. Man weiß nicht so genau, wie sie sich verhalten. Ein Sarkom, wenn jemand da ist, das wächst kontinuierlich, das wird auch freiwillig nicht aufhören zu wachsen. Aber ein Desmoid hört auf zu wachsen. Es hat Phasen, wo es sich zurückbildet. Es hat Phasen, wo es stabil bleibt. Das macht die Therapieentscheidung schwierig, ob man Desmoide wirklich aggressiv angehen möchte. Wollen wir in den nächsten Minuten anhand dieser sieben Teile versuchen anzusprechen. Also fangen wir mal mit der Definition an. Wie entstehen sie und warum? Wie werden sie diagnostiziert? Allgemeine Behandlungsprinzipien und von den spezifischen Therapiemöglichkeiten wollen wir uns heute auf die OP und die medikamentösen Therapien beschränken. Nichts über Kryo, nichts über Bestrahlung. Das sprengt sonst den Zeitraum und es wird schwierig, dem zu folgen. Das können wir gern ein andermal machen. Also, Definition Desmoide oder aggressive Fibromatose. Der Begriff kommt aus dem griechischen Desmos. Heißt Bindung, Fesseln. Das heißt schon auch, dieses Wachstum der Bindegewebszellen ummauert Muskeln, fesselt Sehnen, sodass Gelenke nicht mehr gut beweglich sind. Insgesamt ist das, was man sagt, eine monoklonale fibroblastäre Proliferation. Monoklonal heißt, es gibt einen Zelltyp, der für die ganze Erkrankung verantwortlich ist. Also nicht 10 verschiedene, die irgendwie zusammenwachsen wie bei einem pleomorphen Sarkom, sondern eine monoklonale Zelle, aus der das entsteht. Und Fibroblasten, also Bindegewebszellen, das sind diejenigen Zellen, die das ausmachen. Die Tumoren sind manchmal sehr schlecht umschrieben, wachsen entlang von Knochen, entlang von Faszien und sie wachsen lokal infiltrierend. Das ist das Gleiche wie für Sarkome. Und sie sind rezidivierend. Das heißt, wenn man die einmal entfernt, kommen die gerne und häufig wieder. Ich erkläre Ihnen gleich, warum. Sie haben, wie schon gesagt, kein Metastasierungspotenzial und der klinische Verlauf ist nicht vorhersagbar. Nun gibt es Desmoide, die sind sichtbar und tastbar, wie dieses hier in der Achselhöhle. Und dann gibt es auch welche, die wie ein Desmoid hier, Unterbauch, hier ist der Nabel, ist die Hüfte. Das ist ein Tumor, der in der Bauchhaut, in der Bauchwand liegt. Das tastet man, kann man selber tasten. Das ist auch sehr häufig, dass man solche Tumoren selber entdeckt. Desmoide können an ganz unterschiedlichen Stellen lokalisiert sein. Sie können hier in der Bauchhöhle, im Mesenterium, im mesenterialen Fett zwischen den Dünndarmschlingen lokalisiert sein. Und Sie sehen, die haben dann auch so streifige Ausläufer und man weiß gar nicht, wo das beginnt. Geht das hier los oder geht es bis dahin? Sie können in der Brustwand zum Beispiel lokalisiert sein. Das heißt, die wachsen hier zwischen den Rippen nach vorne durch, aber auch nach hinten in Richtung Lunge. Das ist eine von den harmlosen Formen. Die sind in der Bauchwandmuskulatur fast ausschließlich bei Frauen, so 1,5 Jahre nach der Schwangerschaft, tritt sowas auf. Die haben insgesamt eine relativ günstige Prognose und sind am einfachsten mit zu therapieren. Es gibt aber auch Desmoide, wie hier im Schulter-Armbereich.
Da kommt von hier die Armschlagader, die sieht man hier unten, die läuft hier mitten durch. Hier laufen auch die Nerven für den Arm durch. Das ist alles andere als einfach zu behandeln. Und dann gibt es Desmoide hier in der Wadenmuskulatur, Schienbein, Wadenbein, das sitzt da mitten in den Wadenmuskeln. Und dann gibt es welche, das ist der Fuß von der Seite, Unterschenkel, Sprunggelenk, hier vorne sind die Zehen. Und dann gibt es hier diese Desmoide, die mitten zwischen den Fußwurzelknochen wachsen. Also, Desmoide gibt es kann es überall am Körper geben. Ubiquitär nennt man das, an den Extremitäten, am Körperstamm, im Bauchraum. Typisch Alter irgendwie zwischen 15 und 60, aber der Häufigkeitsgipfel liegt um die 35 Jahre, wo das auftritt. Das gibt es auch als kindliche, frühkindliche Erkrankung in den ersten Lebensmonaten. Dann ist das eine sogenannte infantile Fibromatose, die sich häufig spontan zurückbildet, ohne dass man was machen muss. Es ist deutlich häufiger bei Frauen, 2 bis 3 Mal häufiger als bei Männern. Und wenn man das vergleicht mit den Sarkomen, dann macht das im Verhältnis nur etwa 3% aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es vielleicht 2, 3, 4 Fälle pro 1 Million der Normalbevölkerung pro Jahr gibt. Und das bedeutet, bei 80 Millionen gibt es im Jahr so 150 bis 200 Fälle. Das ist wirklich nicht viel. Also es ist eine super seltene Erkrankung. Wenn man so ein Desmoid entfernt, wie schaut das aus? Es schaut eigentlich relativ harmlos aus. Weißliche Oberfläche, ziemlich derb, wenn man drauf drückt. Das hier ist jetzt ein Desmoid, was zwischen den Darmschlingen gewachsen ist. Sie sehen, das ist hier deutlich besser durchblutet. Aber es hat auch so einen fleischigen Aspekt und hat eine sehr dichte Packung von Zellen. Das Desmoid oder Desmoide gibt es in 85 bis 90% sporadisch. Das heißt, das hat nur ein Mensch in der Familie und es ist an nichts anderes gekoppelt. Es gibt so bei 10-15%, je nach Auswahl der Patienten, assoziiert mit einer Dickdarmerkrankung der familiären Polyposis. Dann heißt das Gardner-Syndrom. Das bedeutet, es gibt Hunderte, Tausende von Polypen im Dickdarm. Das wird vererbt, autosomal dominant. Das heißt, wer der Nachkommen, der das Gen geerbt hat, bekommt auch die Erkrankung. Und hat eine genetisch etwas andere Veränderung, abhängig von dem APC-Gen, wo die Mutation für die familiäre Polyposis ist. Zum Teil gibt es zusätzlich Osteome, also Knochenveränderungen und Pigmentflecken auf der Regenbogenhaut des Auges. Häufigkeit bei den FAP-Patienten mit der Polyposis, abhängig vom APC-Gen, wo die Mutation dort liegt, zwischen 5 und 30%, in der Regel in der Bauchhöhle. Und bei Patienten, bei denen der Dickdarm entfernt wurde, nach Proktokolektomie, können Desmoide, die sich in den Dünndarmschlingen ausbilden, auch eine Todesursache sein, weil sie den Darm aufstauen. Es kommt zum Überwuchern von Bakterien mit einer Sepsis, also mit einer Blutvergiftung durch bakterielle Produkte. Das ist so ein Fall, Desmoid in der Mesenterialwurzel, also das hier sind die in der Bauchwand, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, aber das hier zwischen den Dünndarmschlingen hier sitzend, ist ein Desmoid bei einer Polyposis. So, wenn sie jetzt nicht bei Polyposis entstehen, was ja nur relativ wenige sind, wie entstehen sie dann? Da hat vor 50 Jahren Herr Polk schon mal das Traumata dafür angeschuldigt, hat 19 Patienten gesammelt, von denen 63% der Patienten ein Trauma hatten. An der Stelle, wo der Patient von einem Baum gefallen ist und dort einen Bruch in der Schulter hatte, hat sich ein Desmoid entwickelt. Einer, der immer wieder einen Rückstoß von seinem Gewehr in die Schulter bekommen hat, mit einem Trauma, einer, der von der Leiter gefallen ist und einer, der durch einen Gewehrlauf, den man ihm, sag mal, ins Gesäß gestoßen hat und einen großen Bluterguss hat, dass ein Desmoid sich entwickelt hat.
Sie sehen, das sind alles Verletzungen, wo die Bindegewebezellen des Körpers aktiviert werden, um einen Bluterguss abzuräumen. Und in dem Rahmen kann sich etwa bei 60% der Patienten ein Desmoid entwickeln. Das ist deshalb wichtig, weil es manchmal versicherungstechnische Aspekte hat im Rahmen eines meinetwegen Verkehrsunfalls, wo es zu einem Unfall kam mit einem Trauma, mit einem Bein, mit einer Fraktur und sich später so ein Desmoid entwickelt. Also Herr Urist hat das dann noch einmal schon früher, 10 Jahre früher einzeln aufgebaut und zusammengetragen durch einen simplen Unterarmbruch. An dieser Stelle tritt Blut ins Gewebe aus und es entwickelt sich ein Desmoid. Und Herr Enzinger, der Papst für die Sarkome war, hat das auch schon vor vielen, vielen Jahren beschrieben. Also 55-60% eventuell traumatisch getriggert, unklar bei 35%. Und es kommt bei diesen Patienten Operation, Anprall, Trauma, Bluterguss zu einem überschließenden bindegewebigen Reparaturmechanismus. Und dafür muss irgendwo auch eine genetische Veränderung da sein, weil es passiert ja nur bei relativ wenig Patienten. Wenn es danach ginge, dass jeder nach einem Unfall oder einem Trauma so ein Desmoid entwickeln würde, wäre die Fußball-Bundesliga halb voll mit Patienten, die Desmoide haben. Und dann wird immer wieder diskutiert, ob das nicht eine hormonelle Veranlassung ist. Bei Frauen vor der Menopause, nach der Schwangerschaft, nach einer Hormonstimulation. Ich zeige Ihnen da mal 2 Beispiele nachher. Man findet keine Hormonrezeptoren. Es könnte sein, dass Hormone allgemein das Bindegewebewachstum im Rahmen zum Beispiel einer Schwangerschaft stimulieren. Nochmal zurück zu diesem Trauma. Bei unseren Patienten, wo wir das mal nachuntersucht haben, stumpfes Trauma, also Autofahrrad, 19%. Medizinische Eingriffe, also Injektion, Laparoskopie an der Laparoskopiestelle, immerhin fast 50%, an der Stelle, wo man Melanom exzidiert wurde. In-vitro-Fertilisation zum Beispiel, wo Eizellen gewonnen werden. Oder nach Akupunktur. Und Sport, Kickboxen, in der Narbe nach Kaiserschnitt, im Bereich von Brustimplantaten. Gelenksersatz, ehemalige Frakturstelle. Das ist so ein Bild zum Beispiel nach Brustimplantation. Hier sehen Sie das Brustimplantat und hier unten wächst im Bereich der Brustwand ein Desmoid. Wir haben insgesamt nur bei 32% der Patientinnen hier keine Assoziation mit einem Trauma gesehen. Das ist ein Beispiel nach einer laparoskopischen In-vitro-Fertilisation mit konsekutiver Schwangerschaft an dieser Stelle, wo man mit dem Trokar in den Bauch gegangen ist, um Eizellen zu gewinnen, hat sich anschließend ein Desmoid entwickelt. Könnte sein, dass die hormonelle Stimulation der Eizellen dort mit dazu beigetragen hat. So, wie diagnostiziert man sie? Also, ein erfahrener Weichgewebepathologe sollte das tun. Da sagen wir natürlich immer, wenn es um Weichgewebe gibt, aber es geht nicht darum zu sagen, das ist ein Desmoid, weil es gibt ein charakteristisches Bild, es gibt 60% ein Trauma und man kann das einigermaßen schon diagnostizieren. Aber es gibt Kriterien, um definitiv sicher zu sein, dass es ein Desmoid ist, wo nur erfahrene Pathologen die entsprechenden Techniken zur Verfügung haben. Das heißt, so eine Färbung gegen Beta-Catenin immunhistochemisch zu machen, das kann nicht jeder Pathologe. Und wenn sich der so den ersten Fall eines Desmoids sieht und sagt, ich kaufe mir den Antikörper, kann es einfach sein, dass die Färbung nicht dort ist, wo sie hin soll, nämlich im Zellkern, sondern irgendwo im Gesamttumor. Das heißt, diese Mutation im Beta-Catenin-Gen oder im APC-Gen muss man nachweisen. Und ein Patient, der eine Mutation im Beta-Catenin-Gen hat, hat keine im APC-Gen von der Polyposis. Das heißt, man kann, wenn dort eine Mutation vorliegt, dem Patienten, die meistens ja 25, 30 sowas sind im Alter, sagen, sie haben definitiv keine Polyposis. Und den Rat, sich dann koloskopieren zu lassen, den kann man, sagen wir mal, einklammern und sagen, brauche ich nicht, ich habe eine Beta-Catenin-Mutation.
Und deswegen geben wir eine starke Empfehlung, eine Mutationsanalyse vorzunehmen, um diese Diagnose zu bestätigen. Die Beta-Catenin-Immunhistochemie mit der Anreicherung im Zellkern ist das Mindeste. Wofür ist denn das Beta-Catenin da? Es gibt in den Bindegewebszellen, aber auch in anderen Zellen, den Zellkern, der schaltet die Zelle an, dass sie was produzieren soll. Das können Hormone sein in der Schilddrüse, das können irgendwelche Substanzen sein wie Insulin. Und dafür gibt es unter anderem den Wnt-Rezeptor. Und wenn der Wnt-Rezeptor, solange der nicht stimuliert wird, ist der Zellkern ruhig. Jetzt haben Sie ein Trauma, einen operativen Eingriff, einen Verkehrsunfall bei den Bindegewebezellen in diesem Bereich, wird der Wnt-Rezeptor stimuliert, dass die Bindegewebezelle anfängt, Bindegewebe zu produzieren, um das Trauma zu reparieren. Und dann fängt die Zelle hier an, wie in einer Fabrik zu arbeiten. Und in dem Moment, wo dieses Beta-Catenin, was der Transferfaktor ist, der den Rezeptor quasi das Signal überträgt, außen stimuliert einer, ist wie wenn jemand bei Ihnen an der Tür anklopft und dann läuft einer ins Wohnzimmer und sagt, stell mal die Pizza in den Ofen oder so ähnlich. Und dann hört der Ofen nicht mehr auf, Pizza zu backen. Das wäre nicht so schlimm, aber der hier hört nicht auf, Bindegewebezellen zu produzieren, weil dieses Beta-Catenin einen genetischen Defekt hat an zwei verschiedenen Stellen, die es dann nicht mehr abbaubar machen. Das heißt, derjenige, der in die Küche läuft und sagt, stell mal die Pizza in den Ofen, der kommt, macht das kontinuierlich, weil er nicht mehr auf einen hört. Das ist jetzt ein bisschen salopp erzählt, aber in dem Zellkern findet dann eine gesteigerte Zellproliferation und eine genetische Übertragung statt. Und da sieht man diese Zellkerne hier, hier, hier. Die Zellen sind sehr viel größer, das sind nur die Zellkerne. Hier ist die Zelle, das ist der Zellkern und in dem ist dieses Beta-Catenin angereichert, weil es nicht mehr abgebaut werden kann. Und das ist die Mindestforderung für die Diagnose. In der Klinik ist es meist, in der Praxis ist es meistens so, die Patienten tasten etwas, gehen zum Hausarzt. Der Hausarzt sagt, dann geh mal zum Chirurgen, lass das entfernen, das wird schon nicht so schlimm sein. Der Chirurg entfernt es, dann heißt es, oh, es ist ein Desmoid, das ist nicht komplett entfernt, wir müssen es nochmal operieren. Schlau ist es, wenn man spätestens dann sich beliest und nicht einfach ein zweites Mal operieren lässt und noch ein drittes Mal, um endlich ins Gesunde zu kommen. Dazu dient zum Beispiel auch eine Nachfrage bei SOS Desmoid. Was schlau wäre, ist, bevor man diesen Tumor entfernt, eine Stanzbiopsie vor der Operation zu machen, um die Diagnose zu stellen. Oder spätestens, wenn es diagnostiziert ist, eine Referenzpathologie. Und das ist deshalb wichtig, weil der Mechanismus der Erkrankung ist eine überschießende Bindegewebsproliferation, unter anderem an Stellen von einem Trauma. Und wenn Sie sagen, das muss man jetzt nachoperieren, dann treiben Sie das neue Gewebetrauma in die Randbereiche des alten OP-Gebiets. Und Sie brauchen sich nicht wundern, wenn nach der zweiten OP es wieder R1 ist, weil man ja den Erkrankungsmechanismus angeheizt hat. Und es gibt Patienten, die sind 3-4 Mal operiert worden, man kommt nicht ins Gesunde und immer wieder tritt ein neues Desmoid auf. Und das ist, gilt es wirklich zu vermeiden. Und es gibt diese sporadischen Desmoide mit 88% Mutationen im Beta-Catenin-Gen. Es gibt hier da 3 sogenannte Punktmutationen im Codon 41 und 2 verschiedene im Codon 45. Die ist häufiger und etwas gutartiger im Verlauf. Die hier tritt eher bei Desmoiden an den Beinen und Armen auf und ist eher aggressiver im Verlauf. Man kann jetzt nicht sagen, die ist immer aggressiver, aber diese hat häufiger Rezidive. Und in die FAP assoziiert, habe ich vorhin schon mal gesagt, gibt es eine Keimbahnmutation im APC-Gen. Gemeinsam ist diesen beiden genetischen Veränderungen, dass sie diesen Wnt-Pathway, der die Zellen zum Proliferation stimuliert, anheizen. So, was macht man jetzt? Was ist dann schlau, wenn man es nicht gleich operieren soll?
Die Sache wird kompliziert dadurch, dass es tatsächlich spontane Remissionen von Desmoiden gibt. Dieses hier, nichts gemacht im Mesenterium 5 Jahre später, das ist nicht mehr da. Dieses Desmoid hier vor der Blase und dem Hüftgelenk drückt in die Blase ein. 6 Jahre später sieht man hier minimale Reste. Das heißt, man muss nicht alle Desmoide definitiv aggressiv behandeln. Es ist auf der anderen Seite natürlich nicht sicher, ob hier nicht eine Behandlung medikamentöser Art stattgefunden hat. Aber es gibt, das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen, Desmoide, die lange Zeit nicht wachsen oder wenn sie dann wachsen, nur ein bisschen wachsen. Also der Verlauf ist nicht vorhersehbar. Es gibt Phasen von dem Wachstumsstillstand, dann wächst das ein Stück, dann bildet sich die Tumorgröße zurück. Das bedeutet, man soll nicht sofort therapieren, bloß wenn es in das, weil es entdeckt ist. Wir sind gefordert, 3 aufeinanderfolgende MRT-Befunde im Abstand von 3 Monaten, die alle ein Größenwachstum zeigen. Und es ist gefordert, dass zumindest nach RECIST, das ist eine internationale Übereinkunft, das Größenwachstum definiert, die Summe der Tumordurchmesser ein Plus von 25% hat. Also ein Tumor von 3 × 4 cm, die Summe ist 12. Das heißt, das Minimum, was der Tumor haben sollte, um zu sagen, der ist wirklich progredient, ist 15. Das heißt nicht, wenn der Radiologe beim nächsten Mal sagt, der Tumor ist jetzt statt 3 × 4, 3,2 × 4,5. Dann sind es insgesamt halt nur 5,8 oder so. Das sind keine 25%. Kann schon sein, dass der beim nächsten Mal nicht größer wird oder wieder kleiner wird. Das heißt, hier nicht dem radiologischen Befund trauen, der sagt, der Tumor wächst, sondern fordern, 3-mal aufeinander soll er wachsen und mindestens 25% größer werden. Und es gibt mittlerweile mehrere gute Analysen, diese Wait and See als Erstlinie zu machen. Das heißt, nicht wenn der Patient kommt, sagen, ich habe morgen noch einen OP-Termin frei, das machen wir gleich, sondern sagen, schauen wir mal, ob sie wirklich Therapie brauchen. Die Wahrscheinlichkeit hier, waren aus diesem Wait-and-See-Überwachung zu fallen, waren 9,6%. Also nur 10% der Patienten waren progredient. 85% der Patienten hatten einen Wachstumsstillstand. Und die Hälfte der Patienten waren immer noch stabil nach 1 Jahr. Zeige Ihnen mal die Detailergebnisse ein bisschen. 90 Patienten, von denen 2 FAP hatten, einige nicht weiter verfolgbar waren, blieben 73. Davon hat man 29 Patienten sofort operiert, von denen haben 12 ein Rezidiv gekriegt. Das sind immerhin 40%. Die anderen 44 Patienten hat man zunächst mal konservativ mit Wait and See betreut. Davon waren 31 Primärtumoren. Von den 31 waren 23 Tumoren nicht progredient. Nur 8 von den 31 haben anschließend eine Therapie gebraucht. Davon sind 3 Patienten, also 10%, operiert worden. Von den Patienten, die schon ein Rezidiv nach einer Operation hatten, waren 11 von den 13 nicht progredient. Das heißt, hier haben nur 2 Patienten von 13 eine Therapie bedürft. So, welche Therapie gibt es denn in der Situation? Das ist ein Schema, ich zeige Ihnen nachher noch, wie wir zu diesem Schema gekommen sind, auf einer internationalen Ebene. Das ist ein bisschen kompliziert, ich mache das mal eins größer, weil die Frage ist ja nicht nur, was gibt es, sondern was macht wo Sinn? Desmoid hier im Bereich des Vorfußes, das zu operieren, macht die Operation da wirklich Sinn? Da bleibt der Fuß, Fußfunktion ist sicherlich deutlich schlechter. Ein Desmoid hier hinter dem Hüftgelenk, wo die Rotationsmuskulatur ansetzt, die das Becken stabilisiert, wenn man das alles entfernt und der Patient anschließend das Becken nicht mehr gerade halten kann und hinterher in einem Hüftgelenksschaden endet und eine Endoprothese braucht, muss man sich zumindest vorher gründlich überlegen. Macht das Sinn bei diesem Tumor hier oben? Definitiv nein, weil die Blutgefäße hängen drin, die Nerven für den Arm hängen drin.
Das ist nichts, was man operieren sollte. Dafür gibt es Medikamente oder Strahlentherapie. Wenn man operiert, alte Arbeit von Sylvie Bonvalot, es macht einen Sinn, nur den Tumor komplett zu entfernen. Nicht R1, nicht R2, das ist dann völlig egal. Entscheidend ist, ihn komplett zu entfernen, die Masse des Tumors loszuwerden. Und nun gibt es dann zwei Möglichkeiten. Diejenigen, wo man sagt, Operation zuerst, wird empfohlen, eigentlich nur Abdominal Wall, heißt Bauchwand. Und SX heißt Surgery im Englischen, also nur Desmoide der Bauchwand, die so nach Schwangerschaft auftreten und wenn die kontinuierlich wachsen, die sollte man operativ entfernen. Es kostet ein Stückchen Bauchwand, aber die Rezidivrate danach ist minimal. Das ist im Moment das Einzige, wo wir empfehlen würden, eine primäre OP zu machen. Im Bauch, Extremitäten oder Brustwand würde man zunächst eine medikamentöse Therapie machen oder auch zum Beispiel definitiv im Kopf-Hals-Bereich oder in der Thorax-Bereich würde man zunächst Operation medikamentös therapieren und erst dann operieren, eventuell auch bestrahlen. Ich zeige Ihnen dazu mal ein Beispiel. Das war ein Desmoid hier an der Brustwand. Sie sehen, das habe ich Ihnen vorhin auch schon mal gezeigt, relativ großer Befund. 11 Monate Vorbehandlung mit Imatinib, also Gleevec. Der Tumor hat sich um insgesamt 3, 3,5 Zentimeter verkleinert, konnte dann operiert werden. Sie sehen mit der Haut, mit der Brustwand, also mit Muskulatur, mit 1, 2, 3 Rippen. Und Sie sehen, dass der Tumor hier in dem Brustkorb wächst. Es ist auch notwendig gewesen, einen Teil des Zwerchfells zu entfernen, um das komplett mit Sicherheitsabständen loszuwerden. Und anschließend wurde das rekonstruiert mit verschiedenen Netzen. Das hier schließt die Bauchhöhle, das hier schließt die Thoraxhöhle, das ist Gore-Tex und das hier ist ultrafeines Gore-Tex, das verschließt den Herzbeutel. Also wenn man das operiert, muss man das sinnvoll und gescheit, um es mal salopp zu sagen, operieren und auch mit einer gewissen Planung. Nun gibt es natürlich zunehmend mehr medikamentöse Therapiemöglichkeiten und dieses Gremium von Chirurgen, medizinischen Onkologen, Strahlentherapeuten, Pathologen, Molekularbiologen, Psychoonkologen, aber auch, siehe Frau Baumgarten hier zum Beispiel, Patientenvertretern aus unterschiedlichen Ländern haben sich zusammengetan, um Empfehlungen zu bringen, die wirklich mittlerweile allgemein konsentiert sind weltweit. Ich möchte hier auf den Bereich der Medikamententherapie eingehen und da kennen alle diejenigen, die betroffen sind, sicher vieles, was sie schon gehört haben. Tamoxifen, kommen wir gleich drauf, plus Sulindac kann schon helfen. Methotrexat, Vinblastin, typische Chemotherapie für Kinder, wird dort auch empfohlen. Imatinib, insgesamt in mehreren Studien evaluiert. Sorafenib, 2018 der Renner in einer randomisierten Studie, hat diese Studie auf das Titelblatt des New England Journal of Medicine gebracht. Bei einer super seltenen Erkrankung eine randomisierte Studie zu machen und das auch noch mit dem Ergebnis, hat aber leider nicht dazu geführt, dass die Firma Nexavar zugelassen hat mittlerweile. Dann gibt es liposomales Doxorubicin, das ist quasi unser Notfallmedikament für Desmoide im Bauchraum. Und dann gibt es Pazopanib, das ist das Einzige, was man, ist zwar ein Desmoid, ist kein Sarkom, was man verwenden kann aus der medikamentösen Ecke. Keines dieser Medikamente ist für Desmoide zugelassen, am ehesten noch Pazopanib, weil es eben ein Weichteiltumor ist. Und zurzeit unter Untersuchung ist das Nirogacestat. Die DEFI-Studie ist gerade eben abgeschlossen vor, sagen wir, 4, 5 Wochen. Also, ich kann nicht auf alle Medikamente aus Zeitgründen eingehen. Tamoxifen, Sulindac. Eine Studie aus der pädiatrischen Onkologiegruppe der USA. Insgesamt 60 Kinder in einer Gruppe, nochmal 26 behandelt. Die Frauen darunter entwickelten zu 40% Ovarialzysten.
Die Rate war so, dass 85% der Patienten regredient oder stabil waren. Aber, das muss man auch sagen, es waren nicht alle Patienten progredient bei Studieneinschluss. Und es ging nur auch darum, zwischen zwei CTs oder zwei MRs einmal stabil oder regredient zu sein. Das hat in einer kindlichen Altersgruppe, sagt das gar nichts aus über das, was 2 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre später ist. Deswegen kann man das verwenden, wenn es in Ländern, wo man keinen Zugang zu anderen Medikamenten hat, passiert es gelegentlich auch heute noch. Die Daten hier sind auf dieser Studie von der Arbeitsgruppe von Ela Möslein in Bochum, die insbesondere FAP-Patienten, also fast die Hälfte, und 50% sporadisch therapiert hat. Sie sehen schon, dass komplette Remissionen bei 16% der Nicht-FAP-Patienten nachweisbar waren, aber eben nur für einen Zeitintervall von 3 Monaten. Deswegen muss man das etwas mit Vorsicht genießen. Gleevec war ein Medikament, was 2006 eingesetzt wurde, Imatinib. Gibt in Deutschland eine Studie ausschließlich an progredienten Patienten, die nach dieser RECIST-Kriterium progredient waren, aus in Berlin, in Hannover, in Essen und in Mannheim in die Studie eingebracht, 2010 bis 2013, 39 Patienten. So, das ist jetzt ein ganz buntes Bild. Sie sehen, das Blaue sind die Zahl der Patienten, die eine partielle Remission, also eine Halbierung des Tumors gekriegt haben. Nach 6 Monaten einer, nach 9 2, nach 12 5, nach 18 Monaten 6. Der letzte Patient, der das entwickelt hat, hat 21 Monate Therapiezeit bedurft. Progrediente Patienten gab es natürlich auch im Laufe der Zeit, steigerte sich das, waren 17 von den 37 progredient. Aber insgesamt ist das, wenn man es vergleicht mit den 4 Studien, die es gibt, unsere war die einzige, die wirklich eine Progredienz erfordert hat. Wir haben 2 Jahre therapiert. Die Responserate ist 20%. Das 6 Monate progressionsfreie Zeit ist 65%. Und die 12 Monate progressionsfreie Zeit ist immerhin 60%. Das ist nicht so schlecht im Verhältnis zu progressionsfreien Zeiten von einem CT zum anderen. Neue Studie von den Kollegen aus Frankreich, Vergleich Pazopanib gegen dieses kindliche Schema Methotrexat, Vinblastin, Vinorelbin. Auch hier nur progrediente Patienten. Und da ist es so, dass Pazopanib nach 6 Monaten eine Progression Arrest, was sagt man so schön, Nicht-Progressionsrate von 81% hat. In dem Arm Methotrexat, Vinblastin betrug das nur 45%. Das heißt, man würde im Zweifelsfall eine Tablettentherapie mit Pazopanib bevorzugen. Das tun die Kollegen in Frankreich auch. Und dann gibt es diese Studie zu Sorafenib, Nexavar, Alliance-Studie. Patienten erhielten entweder Placebo oder Sorafenib. 2/3 der Patienten Sorafenib, 1/3 Placebo. Und es war so, dass insgesamt 70% Frauen in beiden Gruppen waren. Man sieht auch sich die richtige Altersgruppe mit 39 Jahren. Und man sieht auch, dass in der Placebo-Gruppe 66% der Patienten eine Progression erlitten und nur 10% in der Sorafenib-Gruppe. Dafür gab es 20% in der Sorafenib-Gruppe, die eben Nebenwirkungen hatten, die dazu geführt haben, dass man die Behandlung gestoppt hat. Das ist, man sagt dazu, Waterfall-Plot. Das sind die Tumordurchmesser vor Therapiebeginn. Das ist, um wie viel Prozent sie zurückgehen. Es gab nur 3 Patienten, die für im Sorafenib-Arm progredient, also waren, also bis zu 10% Tumorvergrößerung hatten. Aber es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, über 15 Patienten, die mindestens 30% Tumorremission hatten und einige Patienten bis zu 100%.
Es hat aber auch hier gedauert im Schnitt 9,6 Monate, bis diese Remission erreicht wurde. Das ist also nichts, 4 Wochen Tabletten nehmen und anschließend ist das Desmoid weg. Es dauert im Schnitt 9,6 Monate, von 6 bis 16. Der Wasserfallplot für die Placebo-Gruppe schaut deutlich anders logischerweise aus, aber interessanterweise gibt es auch hier unter Placebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Patienten, bei denen der Tumor sich deutlich verkleinert. Woran das liegt, ob die Patienten nebenbei was anderes genommen haben, weiß kein Mensch, aber es ist bemerkenswert. Und das ist die Kurve der Progression, obere Kurve für das Nexavar, die untere Kurve für das Placebo. Und die ist natürlich hochsignifikant günstiger. Sehr viel mehr Patienten leben und sind ohne Progression nach 36 Monaten, nach 3 Jahren über 80%. Das ist nicht nebenwirkungsfrei. Sie sehen hier, das führt zu Hautausschlägen. Sie sehen hier, das kann auch zu Haarverlust führen. Aber es ist im Moment das effektivste Medikament, was wir haben. So, aus dem globalen Konsensus habe ich Ihnen das, bin leider nicht mehr dazu gekommen, das komplett ins Deutsche zu übersetzen. Für Bauchmann-Desmoide ist die Operation die erste Option im Fall von Progression. Für intraabdominelle, retroperitoneale solche im Becken sollte eine Systemtherapie als erste Option gewählt werden. Das Gleiche gilt für Kopf und Hals im Thorax, ist eine medikamentöse Therapie generell zu bevorzugen als Erstlinienbehandlung. Und für die Extremitäten, Girdle heißt also am Stamm, Leiste, Brustwand, sollte eine OP nicht sofortige Operation sollte die Option sein. Das heißt, zu versuchen, solche Tumoren zu verkleinern, einzudämmen und dann zu operieren. Diese Empfehlungen, auch mit den Grafiken, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, gibt es in einem 36-Seiten-Manual, das die EORTC, die europäischen Referenznetzwerke, aber auch SOS Desmoid und die Desmoid Tumor Research Foundation gemeinsam erstellt haben. DTRF und SOS Desmoid haben den Löwenanteil finanziert, um aufzuarbeiten, wie gut die Daten sind. SPAN ist im Moment dabei, das zu übersetzen. Das ist im Moment, die DTRF, SOS Desmoid sind auch diejenigen Bereiche, wo Sie am ehesten gesicherte Informationen erhalten, also nicht in irgendeiner Internetplattform oder auf irgendeiner Website. Das soll es für heute gewesen sein. Ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung.